Leute, was geht ab? Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und zwar relativ genau zu unserem neuen Format YouTuber Cribs. In dem Format schauen wir uns Cribs und Wohnungen an von YouTubern, was mega geil ist, denn sehr viele YouTuber haben eine sehr geile Wohnung und unter anderem auch unsere beste Freundin Peyton. Und wir schauen uns ihre Wohnung an. Die hat eine eigene Wohnung, finde ich mega cool. Wir schauen uns das Ganze mal an, denn das könnte sehr interessant sein. Ich liebe Roomtours, ich bin so neugierig, Leute. Ich liebe das zu sehen, wie Leute wohnen und so weiter. Und das haben wir bei Peyton noch nicht gemacht, deshalb machen wir das. Lasst schon mal ein Däumchen da, falls ihr es noch nicht gemacht habt und falls ihr Bock habt auf jeden Tag neue Videos von diesem Kanal. Dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert direkt die Glocke, dann bekommt ihr so eine kleine Notification, so ein kleines Pop-up auf euer Handy, dass ich ein neues YouTube-Video hochgeladen habe. Und das ist schon richtig cool. Okay, liebe Freunde, fackeln wir gar nicht lang um den heißen Brei. Ich blende euch mein Instagram ein und dann geht's auch direkt los. Ab geht's zu unserer Peyton, unsere Schnucki-Pupsi-Maus. Let's go! Mal wieder ein neues Video von mir. Hi, Peyton. Ich gerade in meinem Zimmer. Ihr habt euch alle mal eine Room- bzw. Haustour gewünscht und ich dachte, das mache ich jetzt heute mal. Ihr habt mein Zimmer ja eigentlich schon gesehen, deswegen zeige ich euch mein Zimmer nur in Schnelldurchlauf. Ich finde es jetzt schon geil, dass der Boden so shiny ist. Erste Roomtour noch nicht gesehen haben, ich verlinke die euch einmal unten in der Infobox. Aber ich zeige euch hier jetzt eigentlich auch nochmal alles. Ihr könnt euch mal gerne trotzdem angucken. Aber ich zeige euch hier jetzt auch nochmal alles einmal im Schnelldurchlauf. Meine Mama steht hinter der Kamera und wird das jetzt einmal alles filmen. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. So, also ich würde dann sagen, wir fangen jetzt direkt erstmal an. Also hier kommt man rein. So. Und dann hier ist so der Spiegel. Ich kann mal kurz die Kamera nehmen. Hier also, ist so der Spiegel, den ihr... Ich will mal ganz kurz direkt erster Eindruck raushauen. Die Wohnung sieht lit aus. Sieht aus wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder so. Hat sie eine Küche? Da bin ich gespannt, ob sie eine Küche hat oder nicht. Auf jeden Fall hat sie links ein Schlafzimmer, so wie ich sehen konnte. Und rechts geht es so ins Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Hä? Nee, Schlafzimmer... okay, egal. Auf jeden Fall sieht es cool aus. Modern, gut eingerichtet. So das, was ich auf den ersten Blick gesehen habe, liebe Freunde. Wahrscheinlich alle von mir kennt. Das ist einfach, ja, da zeige ich euch meistens meine Outfits und sonst was. Also Outfit auf dem Vorstuhl. Ich gebe die Kamera jetzt mal wieder weiter an meine Mama. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, hier geht es in mein Schlafzimmer und hier in mein Wohnzimmer. Also ich hätte gesagt, wir fangen jetzt einfach mal mit meinem Wohnzimmer an. Also kommt einmal bitte rein. Und ja, so sieht es bei mir hier aus. Ja, mein Teddy, den kennt, glaube ich, jeder von euch. Das ist mein riesen Lieblings... Couch! Muss ich sagen, Leute, ist nicht meins. So Ledercouch bin ich raus. Bin ich direkt raus. Der Esstisch, also Wohnzimmertisch, ist auch nicht meins. Da bin ich so... Keine Ahnung, Leute. Das ist nicht so meins. Aber all in all sieht's harmonisch aus, ne? Ich bin jetzt auch kein Innenarchitekt oder so. Also nicht, dass ihr das irgendwie denkt oder so. Klar, ich hab sehr guten Geschmack. Aber ich bin kein Innenarchitekt. Nein, Spaß, Leute. Auf jeden Fall, Couch ist nicht meins. Größe ist cool, aber diese Leder, Teddy, ich glaube, der ist auf fast jedem YouTube-Video drauf. Auf meinen Instagram-Bildern habe ich da... Ein Riesen-Teddy! Und hier hinten seht ihr einmal meine Couch. Also ich muss sagen, eigentlich verbringe ich hier jetzt nicht so viel Zeit. Ich weiß gar nicht wieso, aber eigentlich bin ich nie hier. Also weil entweder, wenn ich zu Hause bin, sitze ich an meinem Schreibtisch oder liege im Bett. Außer es sind mal irgendwie Freunde da oder so, dann setze ich mich dann doch mal hier hin, aber eigentlich ist es wirklich eher selten. Und hier seht ihr jetzt mein ganzes Equipment. Das Equipment sieht geil aus. Alle, die sich immer gefragt haben, wie ich meine Bilder mache, beziehungsweise die Bilder vor weißen Wänden, die mache ich damit. Also das ist so eine Rolle und hier hinten ist trotzdem eine weiße Fotowand, nennt man das so? Auf jeden Fall ist das diese Fotowand. Und da ich halt einfach keinen anderen Ort habe, die aufzustellen, steht sie mitten in meinem Zimmer und ich finde, es sieht ehrlich gesagt ein bisschen beschissen aus. Ich habe am Anfang immer überlegt, ob ich das jetzt mal hinter die Couch räumen will, aber das ist mir zu viel Arbeit und ich glaube, ich würde die ganzen Wände versauen, deswegen lassen wir das lieber. Und hier ist noch mein ganzes anderes Equipment, also Ringleuchte, Softbox und das ganze Zeug. Und es steht alles immer hier hinten im Eck, weil... Cool, sie hat da einiges am Start. Wo ich das sonst hinten soll. Und ja, hier ist auch noch so ein bisschen Equipment, Kameras, Musikbox und sowas. Hier ist mein Fernseher. Und hier ist mein rosa Koffer. Eigentlich wollte ich den zu den Koffern dazu stellen und dann dachte ich so,
Nee, der ist zu cool, um den in so ein Koffergepäckfach zu tun, deswegen, Normal, Leute, bei mir stehen meine Koffer auch im Wohnzimmer, weil sie halt von Victoria's Secret sind. Hä? Ja, okay, weiß nicht, ob ich das jetzt so als Designelement benutzen würde. Aber man weiß ja nie. Vielleicht schenkt mir irgendwann jemand von euch einen Off-White-Koffer in cool. Und dann benutze ich den als meine Lampe, liebe Freunde. Man weiß es nicht. Weiter geht's. Ich hab den einfach hier stehen gelassen. Einfach, weil ich finde, dass er schön aussieht. Egal, ich finde ihn cool, deswegen steht er hier. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, da hinten habe ich eigentlich nur Schrott drin, wenn man das so sagen kann. Also alle Sachen, die eigentlich niemand sehen sollte, so alte Schulsachen, also noch vom Gymnasium oder irgendwelche, keine Ahnung, was da eigentlich drin ist. So Geschenkpapier ist da noch drin. Also eigentlich alles unnötig oder mein Weihnachtsbaum, mein künstlicher. Okay, also Keller. Das ist der Keller, liebe Freunde. Sag doch einfach, dass der Keller ist. Hier hinten habe ich einmal. Was ist schön geworden? Habe ich einmal so eine Box, wo einfach alle meine Artist-Bänder drin sind, so egal von welchem Event. Okay, so ein Mensch ist das. Leute, ich habe jetzt zwei Fragen an euch. Seid ihr Mensch? Ich behalte alle meine Festivalbänder, Kinotickets, was weiß ich. Behalte das alles und zum Beispiel behaltet auch so wie diese Victoria's Secret Box, so Geschenkpapierboxen oder so Tüten da oben, so wie Josie das macht. Seid ihr so eher dieser Mensch oder seid ihr eher der Mensch, so nö, ich behalte gar nichts davon. So, das ist alles, das ist Müll, das brauche ich nicht. Ich bin nämlich Mensch, ich behalte nichts davon. Nichts, nada. Ich habe keine Festivalbänder, ich habe keine Kinotickets, ich... Alles überflüssig. Das landet dann bei mir alles in so einer Box und dann... Und dann, was passiert damit? Oder meine ganzen... Da komme ich gar nicht dran. Oder meine ganzen Medaillen von früher, vom... Turnmeisterin. Ja, das ist auf jeden Fall da drin. Hier stehen dann so meine Pokale. Oder wenn ich mal auf irgendein Event eingeladen bin... Die habe ich auch bekommen. Schön fand, habe ich die dorthin geschickt. Oder meine Mickey Mouse Ohren von Disneyland. Also das ist eigentlich so ein Krimsch. Einfach in den Schrank halt. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsschrank und zwar mein Handtaschenregal. Also mein Handtaschenregal ist mega heilig und jeder, der mich kennt... Wenn es sich lohnt, bei Peyton einzubrechen, dann wegen diesem Regal. Das sind locker 10.000 Euro oder so, Alter. Was für geile Taschen die da hat. Das sind so Dinge, wo ich jetzt persönlich nicht wüsste, ob ich die in meiner Roomtour zeigen würde. Wenn ich jetzt zum Beispiel Wertgegenstände richtig zu Hause hätte, so... Richtig teuer, weil das sind ja direkt nicht nur ein, zwei Täschchen so, ne, sondern es sind ja direkt so 20 gefühlt. Ich sollte das auch wissen. Ich habe auch ein ganzes Video zu meiner Handtaschensammlung gemacht, also wenn ihr meine Handtaschen sehen wollt, dann schaut euch mein Handtaschenvideo an. Das habe ich euch auch einmal unten verlinkt. Aber ja, das sind so meine Handtaschen. Ich glaube, seit dem Handtaschenvideo ist eine Tasche dazugekommen und das ist die hier, meine Valentino, und ja. Man merkt richtig, wie stolz sie darauf ist. Und da unten habe ich jetzt noch so ein, zwei hohe Schuhe, die ich ganz gerne anziehe, und ja, meine Louis Vuitton-Stiefel. Langsam wird es leider warm, deswegen kann ich die nicht mehr anziehen. Und dann schon, aber sie versucht schon zu flexen, Leute. Muss man ihr lassen. Und hier kommen wir zu meinem Play-Button. Also ich habe... Ich habe einen Playbutton und ich wusste nicht genau, wo ich den hinstellen soll. Deswegen habe ich den hier hingestellt. Hier sieht man ihn eigentlich. Und da direkt wieder einen Tipp raushauen, denn Peyton liebt meine Tipps. So hat sie mir das per Instagram DM auf jeden Fall gesagt, dass sie meine Beziehungstipps sehr super fand und ihr sehr geholfen haben. Also ironisch natürlich. Aber Peyton, guck mal, nebendran ist dein Schreibtisch, ne? Und drüber ist doch die freie weiße Wand. Hängst doch da als Award einfach an die Wand. Wie wär's damit? Weiter geht's mit dem Video. Ja, man sieht nur die Schrift durch, weil es eben so blendet, oder? Siehst du das? Und da drin ist auch ein Spiegel, also. Einmal mein Schreibtisch. Hier ist immer meine To-Do-Liste, das sind meine beiden Kalender und ja, mein Laptop. Hier mein Schminktisch, den habt ihr aber, glaube ich, auch alle schon gesehen, weil ich habe eine Schminksammlung gemacht. Aber falls ihr die sehen wollt, die ist auch einmal unten in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, laber ich gar nicht. Jetzt bin ich gespannt, Küche. Schulsachen drin. Nein, die Wohnung hat keine Küche. Direkt einmal die hat keine Küche. Da hat sich eigentlich gar nichts verändert, deswegen
schwenken wir hier einmal drin rum. Bett, Nachttisch, Schrank, Fernseh, Kleiderschrank. Also ich glaube, das war es auch eigentlich schon. Dazu kann man eigentlich nicht wirklich viel sagen. Ja, okay, klein aber fein. Ne? Klein aber fein. Wenn ihr das nochmal ausführlich sehen wollt, dann guckt euch das andere Video an. Und dann gibt es noch das Bad, aber da hat sich sowieso nichts verändert. Ich zeige euch das jetzt auch einfach einmal nur kurz. Also das hier ist mein Bad, das zeige ich euch jetzt kurz. Hier ist einfach Spiegel, Toilette, Waschbecken. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wo sie sich essen. Also braucht man nicht zumindest einen Kühlschrank oder so? Naja, okay. Und das. Und, aber Bad ist auch lit, war's auch sieht eigentlich geil aus. Jetzt schon mit meinem Bad. Und das war es generell jetzt mit meinem Zimmer. Und ich glaube, ich habe ziemlich schnell und ziemlich viel geredet. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal aus meinem Zimmer raus und ich zeige euch noch ein bisschen was von unserem Haus. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt einfach mal runter. Und zwar, das hier ist jetzt das Treppenhaus, also sehr unspektakulär, einfach ein Treppenhaus. Sie wohnt bei ihren Eltern zu Hause und das oberste Stockwerk haben sie in eine Wohnung ausgebaut, in der sie wohnen darf. Ich hab verstanden. Ach so. Okay, verstehe ich. Aber ich bin ehrlich, Leute, wenn ich Eltern wäre, hätte ich keinen Bock, dass meine Tochter jetzt mein privates Haus zeigt. Wisst ihr, wie ich meine? Aber sie wird das ja wahrscheinlich abgesprochen haben. Ich meine, ihre Mutter hat ja auch gerade gefilmt, also so ist nicht. Aber, liebe Freunde, das Einzige, was wir sehen wollten, war die Wohnung von ihrer Wohnung, also ihre privaten Zimmer. Ne? Deshalb, finde ich cool. Muss Fazit sagen, ist eine geile Wohnung. Neu, modern, Bad ist geil. Schlafzimmer, perfekte Größe so, muss ja nicht arg größer sein. Und der Rest ist halt auch, ist nice, Leute. Für die erste eigene Wohnung, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie jetzt nicht schon in Kambodscha und Südasien gewohnt hat, aber für die erste eigene Wohnung ist nice, Leute. Also Peyton, zusammengefasst, ne, coole Wohnung, feier ich. Daumen hoch, Daumen rauf. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das hier ist ein Format, was öfter mal auf diesem Kanal kommt. Aber es kommen auch viele andere Formate, wie zum Beispiel die Insta-News. Könnt ihr gerne abchecken. Aktiviert die Glocke, nachdem ihr den Kanal abonniert habt. Das könnt ihr hier unten irgendwo tun. Ne? Hier irgendwo, da oder da. Könnt ihr den Kanal abonnieren, dann könnt ihr rechts daneben die Glocke aktivieren. Das wäre mega cool. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung. Und ansonsten, liebe Freunde, lasst gerne einen Daumen da. Checkt Instagram aus für meine privaten Room-Tours und für meine Updates aus meinem Leben. Liebe Freunde, wir sehen uns beim neuen Video. Haut rein, danke fürs Einschalten. Ciao.